oft es mir heute schon passiert ist, dass ich Leute einen guten Morgen gewünscht habe. Also euch allen einen schönen guten Abend. Ich wünsche euch auch von meiner Seite einen wunderschönen, ein gesegnetes neues Jahr. Gesegnet heißt von Jesus gesegnet, von Jesus beschenkt, oder? Dass Jesus dein Leben beschenkt, dass Jesus dir eine Perspektive gibt für dein Leben, dass Jesus dir in den Schwierigkeiten Mut gibt, wie es im Psalm 23 steht, dein Stecken und Stab trösten mich. All das wünsche ich dir. Ich habe mich entschieden, dass ich die Jahreslosung jemand anderem überlasse. Der Toni, der hat mich gebeten, dass ich heute Nachmittag hier bei euch bin. Soweit ich weiß, ist er gerade Skifahren. Wir freuen uns mit ihm. Und er hat mich gebeten, dass ich heute Nachmittag hier euch eine Predigt halte. Wer mich nicht kennt, ich komme aus Heubach. Ich war viele Jahre, 27 Jahre dort Pastor der EFG in Heubach. Seit Sommer bin ich es nicht mehr, aber ich wohne immer noch dort in Heubach. Ich habe heute eine Botschaft, die für die Brillenträger besonders wichtig ist. Wer von euch ist ein Brillenträger? Also ich bin es zum Autofahren. Das sind ja doch eine ganze Menge. Denn die Brillenträger, die haben die beste Sicht. Stimmt das? Die Brillenträger, die sehen immer scharf. Denn wenn sie nicht scharf sehen, dann können sie sich ja was aufsetzen. All diejenigen, die sich über den Livestream jetzt noch dazugeschaltet haben, weil sie vielleicht lange gefeiert haben, einen guten Morgen. Ihr seid vielleicht gerade erst aufgestanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht und wie ihr gerade reinschaut. Ich weiß auch nicht, ob ihr gefeiert habt gestern. Wenn man feiert, dann verkleidet man sich ja immer. Dann möchte man eine gewisse Sicht haben und man möchte, dass die Leute lachen. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht, so wie ich mich mal so die letzten Jahre verkleidet habe. Zum Beispiel so über die Adventszeit, Reindeer. Ist doch cool, oder? Da sind keine Gläser drin. Also ich sehe euch jetzt ganz genauso. Auf der Entfernung sehe ich nicht ganz so gut. Ich sehe euch ganz genauso. Meine Sicht ist die gleiche, aber ihr seht mich anders. Oder was anderes. Manche Leute, die sagen, oh, ich bin ja immer jemand, der immer alles positiv sieht. Am liebsten würde ich 3, 4, 5 Mal im Jahr in Urlaub fahren. Wie wäre es denn damit? Hat jemand von euch so eine Brille auf? Alles farbig sehen, in der schönen, vielleicht rosarot, das ist nicht rosarot, aber alles in der schönen, farbigen Atmosphäre sehen und selbst das Negative, das ist doch ein bisschen bunt und das ist schön. Es gibt dann andere Leute, die versuchen, der Realität davonzulaufen und die flüchten sich dann in alles Mögliche und die setzen sich so eine Brille auf. Bier steht da drauf, Bier. 2 Biergläser und damit Hauptsache, ich habe genug Intus und dann geht es mir gut. Kennt ihr solche Leute? Ich frage nicht, ob ihr solche Leute seid. Ich hoffe es nicht. Kennt ihr solche Leute, die es, hoffentlich habe ich bald ein Bier und dann geht es mir besser. Das ist auch eine gewisse Sicht, die man hat im Leben. Und man lebt auf den Feierabend hin und dann trinkt man halt seine Flasche Bier oder was auch immer. Und dann gibt es noch andere Leute und die kennt ihr bestimmt auch. Das sind diese hier. Die sehen alles dunkel. Egal, was passiert. Selbst wenn man angestrahlt wird von dem hellsten Licht, es ist immer dunkel. Und man redet mit ihnen und es hat eine negative Perspektive. Kennt ihr solche Leute? Ich kenne solche Leute. Heino zum Beispiel. Ja. Heino hat so eine Perspektive, ja. Ich möchte mit euch über Perspektive reden. Denn Perspektive ist etwas, was dein Leben bestimmt. Glaubt ihr das? Ich glaube, dass das so ist. Und ich glaube, dass Gott jemand ist, der dir eine Perspektive geben möchte für dein Leben. Eine Perspektive, die dein Leben komplett verändern kann. Man kann ja Dinge mit ganz unterschiedlichen Dingen sehen. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Das, der eine sieht ein W, der andere sieht ein M. Und der andere sagt, was für ein Mist. Und der andere sagt, nee, das sind neue Wege. Darf ich dir sagen, deine Perspektive entscheidet über dein Leben. Was sich, wo du hinschaust, wo deine Blickrichtung ist, das, so wird sich dein Leben entscheiden. Und ich möchte mit euch heute in einen Bibeltext eintauchen, wo Gott uns auffordert, erst einmal das Volk Israel durch den Propheten Haggai, aber eigentlich jeden, der an ihn glaubt, eine Perspektive einzunehmen, die, und wir werden es gleich lesen, die absolut fantastisch ist.
Da ist all das, was ich jetzt hier so gezeigt habe, gar nichts dagegen, denn es ist eine außerirdische, übernatürliche, göttliche Perspektive, die ein Mensch, der keine Beziehung zu Gott hat, nicht haben kann. Habe ich euch ein bisschen neugierig gemacht, was für eine Perspektive das ist? Was deine, wenn, wo du hinschaust mit deiner Blickrichtung, dort wird sich dann dein Leben entscheiden. Und in diese Richtung werden dann die Dinge in deinem Leben auch weitergehen. Bevor wir in den Bibeltext hineinschauen, möchte ich ein paar Dinge, ein paar Beispiele euch geben, damit ihr versteht, in welche Richtung das geht. Denken wir mal an Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der ist am Jordan und der tauft viele, viele, viele Menschen. Und dann sieht er einen Menschen auf sich zukommen, das ist Jesus, und dann ruft er mit lauter Stimme, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Was für eine Sicht hatte Johannes der Täufer? Der hat nur einen ganz normalen Mann gesehen, der dort war, aber er hatte eine Sicht, die ihm der Heilige Geist geschenkt hat, die ihm Gott geschenkt hat, eine Sicht, die über Jahre hinausging bis zum Kreuz von Golgatha, bis zur Auferstehung, vielleicht noch weiter, dass Jesus am Thron Gottes sitzt. Er ist das Lamm Gottes, er wird die Welt, die Sünde tragen. Und er sieht weitaus mehr als das, was man mit offensichtlichen Augen gesehen hat. Versteht ihr? Das ist eine Blickrichtung, die von Gott kommt, eine übernatürliche Blickrichtung. Die Bibel fordert uns auf, dass wir im Glauben leben sollen und nicht im Schauen. Wir alle, wir schauen gerade. Ihr schaut optimalerweise zu mir jetzt, ich schaue zu euch. Das ist das, was wir normalerweise so machen. Und die Bibel fordert uns auf, das darf nicht das Einzige sein, was uns beschäftigt, wie wir durch dieses Leben leben. Nicht allein die Dinge, die wir sehen, sondern die Dinge, die wir glauben, darf unsere Blickrichtung bestimmen. Das heißt, wir rechnen mit Gott, wir rechnen, dass das Leben mehr ist, wir rechnen damit, dass Gott Realität ist und dass Gott jetzt hier ist an dieser Stelle, in diesem Gottesdienst. Und wir rechnen damit, dass er zu uns redet, zum Beispiel. Wir gehen morgen oder eine Woche später vielleicht in unsere Arbeitsstelle und wir haben eine Herausforderung und wir beten und wir rechnen damit, dass er uns hilft. Wir gehen in eine Situation hinein, die uns Angst macht, wo wir Trost brauchen und wir wissen, der Heilige Geist ist unser Tröster. Wenn wir beten, wird er uns trösten. Merkt ihr, wir rechnen nicht nur mit dem, was wir sehen, sondern wir rechnen mit dem, was wir glauben. Und das ist noch einmal eine ganz andere Blickrichtung. Wenn sich deine Blickrichtung ändert, ändert sich dein Leben. Das ist der Satz, den du heute an diesem Nachmittag mit nach Hause nehmen willst. Wenn wir die vergangenen Jahre anschauen, Corona-Krise, die verschiedenen Energiekrise, die anderen verschiedenen Krisen, die unsere Gesellschaft und auch unsere Welt belasten, da bekommen wir eine gewisse Blickrichtung. Ich habe während der Corona-Krise irgendwann mal aufgehört, Nachrichten zu schauen. Vielleicht ging es euch auch so. Nicht, weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil all das so negativ war. Immer nur negativ und nichts Positives. Und immer nur, was wird sein und was könnte kommen und wie schlimm könnte es werden. Und ich habe irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht zu sehr davon geprägt werden. Denn es gibt Gott, der positiv ist. Jetzt weiß ich nicht, was für eine Blickrichtung, was für eine Brille du gerade aufsitzt. Ob du so eine dunkle Brille gerade aufhast oder ob du eine positive Brille aufhast und das Leben positiv siehst. Ich weiß auch nicht, wie dein Jahr war, das du gestern Abend beschlossen hast. Ich weiß auch nicht, ob du vielleicht, und das haben Leute bei mir zu Hause gemacht, als wir dann über das Jahr drüber gingen, vielleicht Dinge aufgeschrieben hast und hast gesagt, das will ich auf keinen Fall in das nächste Jahr mitnehmen. Und dann haben wir es in den Ofen geworfen und verbrannt. Ich weiß nicht, ob du solche Dinge gemacht hast und hast gesagt, ich brauche unbedingt eine ganz neue Blickrichtung. Aber Gott, und das möchte ich dir heute Morgen sagen, Gott möchte dir eine neue Blickrichtung geben.
Und zwar eine Blickrichtung, die vom Glauben her geprägt ist, die von Gottes Sicht her geprägt ist, die nicht von den Umständen, in denen wir leben, so sehr geprägt ist, sondern von der Blickrichtung, von der Kapazität, von dem allmächtigen Gott her, der gegenwärtig ist, davon geprägt ist. Und dann wird sich unser Leben anders gestalten. Da steckt eine große Gefahr drin. Jetzt möchte ich mit euch einen Bibeltext lesen aus dem Propheten Haggai, aus dem zweiten Kapitel. Und ich lese euch einige Verse vor, die Verse 3 bis 7. Ich habe hier Luther-Übersetzung, da wird es ähnlich sein. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Das sagt jetzt Gott gerade. Ihr habt was anderes als ich. Ich lese es euch trotzdem vor. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so, dass es euch wie nichts erscheint? Und nun, Vers 4, Zerubabel, sei stark, sagt der Herr. Sei stark, Josua, du Sohn Josadaks, du hohe Priester. Sei stark, alles Volk im Land, sagt der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, sagt der Herr Zebaoth. Nach dem Wort, das ich mit euch vereinbarte, als ihr aus Ägypten zogt, soll mein Geist unter euch bleiben, so fürchtet euch nicht. Denn so sagt der Herr Zebaoth, noch einmal, es ist noch eine kleine Weile bis dorthin, dann werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Nationen werde ich erschüttern. Da werden die Kostbarkeiten aller Nationen herbeikommen. Und ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit, sagt der Herr Zebaoth. Lasst mich euch ein bisschen erklären, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Stellt euch vor, das Volk Israel. Es hat eine Verschleppung erlebt, für ein Volk extrem schlecht. Wir sehen die Bilder von Krieg aus der Ukraine und wir sind zutiefst erschrocken. Manche von euch selber, die Älteren, haben Krieg selber miterlebt. Ich habe das nie erlebt. Ich bin zutiefst erschrocken über das, was ich dort sehe. Und dieses Volk erlebt es, dass all das, was sie hatten, ihnen weggenommen worden sind. Und dann sind sie verschleppt worden und dann kamen einige wieder zurück. Das war die Realität. Aber, und eigentlich könnte man sagen, da freut man sich ja drüber, wenn man aus dem Exil, aus der Verschleppung wieder zurückkommt. Aber die Leute waren total frustriert, entmutigt, nicht getröstet. Das lesen wir in diesem Text, deswegen sagt Gott das immer wieder. Sie waren frustriert. Die haben nur noch Trümmer gesehen. Sie kamen dann aus Babylon wieder zurück und sie wollten eine Sache machen. Sie wollten den Tempel wieder aufbauen und dafür durften sie auch wieder zurück. Aber es hat 20 Jahre gedauert. 20 Jahre und es ist nichts passiert. Der Tempel ist immer noch ein Trümmerhaufen. Stellt euch vor, ihr kommt aus irgendeinem Verschleppung wieder zurück nach Hause und ihr baut vielleicht euer eigenes Haus, aber das, wo Gott zu Hause sein sollte, bleibt 20 Jahre eine Ruine. Und in diese Situation kommt jetzt Gott rein. Oder wir sagen, wir sind gläubige Menschen, wir brauchen ein Gotteshaus, eine Gemeinde, ein Gemeindehaus und jeder baut sein eigenes Haus, aber dieses Haus hier ist seit 20 Jahren eine Ruine und nicht bewohnbar. So ungefähr ist diese Situation. Und dann kommt noch diese Situation dazu, dass Gott sagt, ihr seht viel, ihr bringt wenig ein, ihr esst und ihr werdet doch nicht satt, ihr trinkt und ihr bleibt trotzdem durstig, ihr kleidet euch und ihr könnt euch nicht wärmen. Und wer Geld verdient, der steckt das Geld in einen löchrigen Beutel. Das sind schöne Bilder. Aber mit anderen Worten heißt das, wofür du dich einsetzt, wo du versuchst, deine Bedürfnisse zu stillen. Dort, wo du versuchst, Wohlstand auch anzuhäufen und ein gutes Leben zu haben, das funktioniert nicht. Und das frustriert dich alles. Frustration innerlich und auch in den äußerlichen Umständen.
Ich habe euch jetzt diese Situation einfach mal ein bisschen geschildert. Und ich möchte noch mal versuchen, eine Brücke zu bauen zu dir selber. Wie geht es dir gerade? Bist du frustriert? Welche Brille hast du gerade auf? Wenn du in das nächste Jahr schaust, schaust du positiv oder pessimistisch? Wie würdest du sagen, ist deine Perspektive für das nächste Jahr? Machst du mutig Schritte nach vorne in das neue Jahr oder sagst du, ich weiß nicht, was passiert. Ich lasse vorsichtig. Das vergangene Jahr war so schlecht. Gestern Abend haben wir ein paar Böller losgelassen in unserer Nachbarschaft. Familie direkt, Doppelhaus nebendran auch. Und dann gab es einen Unfall, wie auch immer das passiert ist, man weiß es nicht genau. Eine Rakete ist losgegangen und in eine Gruppe von Kindern rein. Und der Vater hat es gesehen und hat das Kind weggenommen und hat die Rakete ins Gesicht bekommen. Letztendlich ist nicht wirklich viel Schlimmes passiert. Notarzt kam und so weiter. Und dann bin ich in das Nebenhaus, Doppelhaushälfte nebendran, zu der Familie gegangen. Und die Frau kam und hat mich umarmt und hat erstmal geweint und hat gesagt, es war so ein schlechtes Jahr 2022, wir wollten ein gutes Jahr beginnen und jetzt das. Wie gehst du in das neue Jahr? Welche Blickrichtung hast du? Das war die Situation von dem Volk damals. Es hat einfach nicht funktioniert und sie waren deprimiert. Und dann kommt noch was anderes dazu. Sie waren nicht nur äußerlich löchrige Beutel und es hat nicht funktioniert. Sie haben getrunken und der Durst wurde nicht gestillt und so weiter. Wir haben es eben gelesen. Sondern sie waren auch geistlich müde und willenslos. Ein zweiter Gedanke. Die Zeit ist noch nicht da, dass man das Haus Gottes bauen sollte. 20 Jahre. Und dann kamen Leute und haben gesagt, komm, lass uns doch mal das Haus Gottes bauen. Komm, wir wollen uns um Gott kümmern. 20 Jahre. Und sie sagen, die Zeit ist noch nicht da. Komm, wir warten noch ein bisschen. Ich kann es mir gerade nicht einrichten, mich um Gott zu kümmern. Was schwingt da bei euch mit? Oh, lass mich doch in Ruhe. Gott ist mir nicht so wichtig. Ich kümmere mich erstmal um mich selbst. Und so war das auch. Der Bibeltext sagt uns, dass die Leute sich ihre Häuser schön getäfelt haben. Die schönsten Häuser hingestellt haben. Und Gott sagt, was ist mit meinem Haus? Was ist dort, wo ich eigentlich wohnen soll, mitten unter euch? Darum kümmert ihr euch nicht. Und hier heißt es, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Haus Gottes bauen sollte. Das Haus Gottes lag seit Jahrzehnten in Schutt und Asche. Und die Leute sagen, ich habe keine Zeit. Sie haben nicht einmal angefangen. Ich habe euch vorhin gesagt, dass ich viele Jahre Pastor war einer Gemeinde. 27 Jahre und ich kenne alle Phasen einer Gemeinde. Wir haben das in Heubach alles miterlebt. Wir haben fantastisch gute Zeiten gehabt, wo Menschen zum Glauben kamen und wo wir gute Gottesdienste hatten und explodiert sind als Gemeinde. Und wir haben Zeiten gehabt, wo wir auch durch Täler durchgegangen sind und in diesen Tälern hört man diese Sätze. Ich habe keine Zeit. Vielleicht ist es bei euch auch so. Oder habt ihr sowas schon mal erlebt? Ah, das können die anderen machen. Ich habe schon so viel gemacht. Lass mal die junge Generation ran. Ja, das ist nicht meine Begabung. Ja, wir haben doch einen Angestellten, oder? Ihr hattet zwei, jetzt habt ihr einen. Wir haben auch zwei, also mich und unseren Jugendpastor. Das können doch die machen, die werden doch dafür bezahlt. Das ist eine geistliche Müdigkeit, eine Willenlosigkeit. Und dann werden Dinge, die hochwichtig sind, verschoben. Der Tempel, dort wo Gott sein möchte, dort wo man Gott begegnet, dort wo man die Gegenwart Gottes findet, das wird verschoben. Und das ist heute ganz genauso. Wir drehen uns um uns selbst und dort, wo wir Gott eigentlich begegnen sollten, um geistlich Kraft zu bekommen, eine Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist, vorwärts zu gehen. Das liegt brach da und wir sagen, oh, lass die anderen sich drum kümmern.
Sowas erleben wir auch heute noch. Wenn ich das so beschreibe, ich weiß nicht, was du gerade denkst, aber ich kenne solche Situationen aus meinem eigenen Leben, meine Hochzeiten und meine Tiefzeiten, geistlich gesehen. Ich kenne das als Gemeinde, Hochzeiten und Tiefzeiten. Und jetzt fordert uns Gott auf. Jetzt fordert uns Gott auf, dass wir nicht bei dieser Sicht stehen bleiben, sondern dass wir einen neuen Horizont bekommen und einen neuen Blick bekommen. Welchen Blickwinkel hat Gott für die Gemeinde? Und da müssen wir jetzt in diesen Text hineinschauen und ihr seht es ja bei mir im Hintergrund. Dort in diesem Text will jetzt Gott die Leute aufmuntern. Gott möchte sie ansprechen und Gott möchte in die Situation, in der sie sich gerade befinden, sie auffangen und ihnen eine neue Perspektive geben. In unserem Text ist es eine Beschreibung, eine ganz aufregende Beschreibung von dem, was Gott machen möchte. Der Zerubabel, Gott weist den Propheten Haggai an, dass er mit dem Zerubabel, dem Hohenpriester und auch mit dem ganzen Volk ins Gespräch kommen soll. Und das ist schon mal total fantastisch. Gott möchte mit dir ins Gespräch kommen. Soll ich es nochmal sagen? Gott möchte mit dir ins Gespräch kommen. Und Gott sagt, ich möchte dich tragen, ich möchte dich trösten. Vielleicht ist euch das aufgefallen in diesem Text, dass es immer wieder und immer wieder und immer wieder heißt, sei getröstet, sei getrost, du Volk und dann du hohe Priester, ganz persönlich angesprochen. Heute würde er sagen, sei getröstet, Nils. Jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Sei getröstet, ich kenne deine Situation. Aber das ist nicht das Ende. Das ist keine Sackgasse. Ich kenne deine Situation. Sie waren ja frei von der babylonischen Gefangenschaft und dann waren sie zurückgekommen, um diesen Tempel wieder in Jerusalem aufzubauen. Und Gott fängt das Gespräch an, indem er eine Frage stellt. Und das ist ganz typisch mit Gott. Er stellt eine Frage, die deine geistliche Wachsamkeit von früher ankitzelt. Ich lese euch mal die Frage vor. Frage sie, sagt Gott zum Propheten Haggai, wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Die Leute sind verschleppt worden ins Exil. Da war der Tempel noch intakt. Dort hat man Gott gefeiert, dann kommen sie wieder zurück, 20 Jahre vergehen und dann stellt Gott die Frage, gibt es jemand unter euch, der sich an diese ursprüngliche Zeit, als es den Tempel noch gab, an die tollen Gottesdienste, an die Begegnung mit mir, sich erinnern kann? Das Volk ist vor einem und vereinzelt geht die einzelne Hand hoch und sagt, ich kann mich erinnern. Ich kann mich daran erinnern, als Gott mit mir geredet hat. Ich kann mich an diesen Gottesdienst erinnern, wo ich stumm wie ein Fisch nach draußen gegangen bin, weil ich wusste, Gott redet mit mir. Ich kann mich daran erinnern, wo die Herrlichkeit Gottes in diesem Raum war und mich und alle erfüllt hat und wir waren alle so glücklich. Ich kann mich daran erinnern an die Gemeindefreizeit und ich denke jetzt an eine Gemeindefreizeit, die wir mal hatten, wo es offensichtlich war, dass Gott redet. Ich kann mich daran erinnern. Und so macht es Gott. Gott tröstet dich damit, dass er dich erinnert an die Momente, wo er geredet hat. Und er sagt, ich bin genau noch der Gleiche. Gott tröstet dich damit, dass er dir eine Brille aufsetzt, die in die Vergangenheit schaut und sagt, schau doch mal, damals war ich so groß. Meinst du, ich habe mich jetzt geändert? Ich habe mich niemals geändert. Ich bin jetzt noch der Gleiche und in Zukunft auch. Und ich will dir jetzt noch begegnen. Also einige konnten sich erinnern und sie haben gesagt, ich weiß das noch. Ich weiß noch, wie Gott in diesem Tempel war. Und ich weiß noch, wie die Gegenwart Gottes den Tempel erfüllt hat. Als wir Gebete gesprochen haben, als wir das Wort Gottes verkündigt haben, als viele Menschen kamen und Menschen auf die Knie gefallen sind und ihr Leben geöffnet haben für die Gegenwart Gottes. Ich kann mich daran erinnern.
Und so macht Gott das. Jetzt stelle ich dir die Frage, ich habe sie mir auch gestellt. Kannst du dich an Momente erinnern, wo Gott unmissverständlich deutlich zu dir geredet hat? Ich kann mich an solche Situationen erinnern. Ist egal, ob das 20 Jahre, 40 Jahre zurückliegt. Ich kann mich an einen Gottesdienst erinnern, als 20, 22-Jährige, wo ich stumm nach Hause gegangen bin. Ich könnte euch die Predigt jetzt noch mal halten, nacherzählen. Ich weiß noch alle Punkte, weil ich wusste, Gott redet. Und ich glaube, dass Gott das macht. Und Gott tröstet und Gott knüpft an das an, was er damals getan hat und was er jetzt wieder tun kann. Ist ein bisschen krass, denn die Situation ist ja die, dass das Volk da ist und Gott redet durch den Propheten Haggai und sagt, komm, denk doch mal an die Vergangenheit und was sehen Sie denn alles vor sich? Eine Ruine, ein Schutthaufen. Steine, die übereinander liegen und Moos und Unkraut und alles ist da. Kein Tempel mehr. Und Gott sagt, schau nicht auf das, was vor dir ist. Nicht das Offensichtliche, sondern schau im Glauben. Öffne deine Augen für die Realität, die immer noch da ist, auch wenn du sie nicht siehst. Und das ist das, was so faszinierend ist an diesem Text. Gott schaut nicht auf die Realität, sondern Gott bittet uns und fordert uns auf, darüber hinaus zu schauen. Wir sehen nur einen Haufen mit Schutt, weil der Tempel in Ruinen lag. Aber Gott sagt, nein, nein, da gibt es viel, viel mehr. Gehen wir mal zurück auf unsere Gemeinderealität. Ich habe es erlebt, in unserer Gemeinde, und bei euch ist es vielleicht auch so, in jeder Gemeinde gibt es Menschen, die sehen das, all das Positive, die sagen, was für eine tolle Gemeinde und ich freue mich schon auf den nächsten Gottesdienst, Gott wird wieder zu mir reden, Gott ist bei euch, eure Gemeinschaft ist so super und die Nähe Gottes, die ist so intensiv und ich freue mich und ich würde am liebsten hier übernachten. Solche Leute gibt es in jeder Gemeinde. Aber in jeder Gemeinde gibt es auch Menschen, die sagen, nur Schutt und Asche. Schlechte Entscheidung, Gemeindeleitung. Ich hätte es anders gemacht. Die in der Mitgliederversammlung in der letzten Reihe sitzen und meckern. In jeder Gemeinde gibt es Leute, die waren nicht liebevoll zu mir, ich komme nicht mehr. Und die sich dann zurückziehen. Es gibt Menschen, die haben einen Blickwinkel, die sehen den Segen, das ist die gleiche Gemeinde, der gleiche Gottesdienst, die gleiche Predigt. Es gibt Menschen, die sehen den Segen und es gibt Menschen, die sehen in der gleichen Situation nur Schutt und Asche. Da merken wir, wie unsere Blickrichtung dein Leben entscheidet, was du von Gott siehst. Und die Frage, die ich uns allen stellen möchte und mir auch, ist, welchen Blickwinkel hast du von Gemeinde? Ist das der Ort, wo Gott hier ist? Vielleicht siehst du viel Schutt und Asche, ich weiß es nicht. Und du sagst, das ärgert mich und das ärgert mich. Dann lass dir von Gott einen neuen Blick schenken und sagen, im Glauben passiert hier sehr viel. Mehr, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. Bei Zerubabel war es die Realität, dass wirklich alles in Schutt und Asche war. Aber in den Augen Gottes musste das nicht so bleiben. Und jetzt wird uns beschrieben, dass Gott dreimal eine Formulierung benutzt. Ich habe es vorhin schon gesagt. Er sagt, sei getröstet, sei getröstet, sei getröstet. Und das ist ein Wort, das wir sehr, sehr, sehr dringend brauchen. Umso mehr ich mit Menschen unterwegs bin, umso mehr merke ich, dass wir das brauchen, dass Gott uns tröstet. Dass wir jemanden brauchen, der uns die Tränen abwischt. Dass wir jemanden brauchen, der uns auffängt, an dem wir uns ausweinen können. Dass wir jemanden brauchen, der uns neue Stärke gibt. Es gibt eine andere Übersetzung, die sagt, sei stark, von Gott getröstet zu neuer Stärke. Sei stark
Und das ist das, was Gott machen möchte. Das ist der Grund, warum ihr stark sein könnt, weil ich bei euch bin, weil mein Geist unter euch bleibt. Jetzt fürchtet euch nicht, denn ich habe vor, und das sagt er, ich habe vor, Himmel und Erde zu erschüttern. Ich habe vor, das Meer und den festen Boden zu erschüttern. Ich habe vor, alle Nationen zu erschüttern. Nicht um Angst zu machen, denn dann kommt das, und das ist der letzte Satz, den ich euch vorgelesen habe, mit dem Ziel, das Haus soll mit meiner Herrlichkeit wieder gefüllt werden. Und das ist die Blickrichtung, zu der ich euch heute Nachmittag einlade. Dass das Haus Gottes mit Herrlichkeit gefüllt wird. Und lasst uns nicht bei diesem Gebäude hier stehen bleiben. Nach dem Neuen Testament, wer ist das Haus Gottes, der Tempel? Das bist du. Sind wir alle. Dass die Herrlichkeit Gottes, wenn du an Jesus glaubst, dein Leben füllt und Gott in einer kräftigen Art und Weise, er benutzt die Bilder, dass Himmel und Erde erschüttert werden, in einer kräftigen Art und Weise dein Leben füllt mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Kraft, mit seiner Freude. Gott sagt, ich will dieses Haus voll machen von meiner Herrlichkeit. Ich gebe euch jetzt einen ganz kurzen Moment, wo ihr nicht nur nach vorne schaut, sondern auch mal woanders schaut. Dreht euch einfach mal rum und guckt euch mal gegenseitig an. Ich weiß, das ist komisch, aber sagt mal Hallo und guten Morgen, guten Nachmittag. Okay, wisst ihr, was ihr gerade gesehen habt? Was ihr gerade gesehen habt, das sind Menschen, in denen Gottes Herrlichkeit zu Hause ist. Mein Nachbar vorne, hinten, rechts, links, der Rahmen, der Ort, an dem die Herrlichkeit Gottes zu Hause sein soll. Und wenn du so eine Perspektive bekommst von Gemeinde, von einem Jahr, in das man reingeht, wir kommen zusammen und wir sind Träger der Herrlichkeit Gottes, dann bekommst du einen ganz neuen Blick von dem, was Gott machen kann. Wisst ihr, was wir sehen manchmal, wenn wir uns rumdrehen? Ah ja, Hugo kenne ich schon lange, der trägt diese Probleme mit sich. Oder Fritz, der hat mich gestern geärgert. Oder wer auch immer, Namen und sofort kommen die Probleme hoch. Ah, das sind Probleme in der Familie und das und so weiter. Wir sehen so oft die negativen Dinge, die Probleme und die Schwierigkeiten, die Krankheiten, die Beziehungsprobleme, zu denen wir keine Antwort haben. Was sieht Gott? Er sagt, ich will meine Herrlichkeit reinbringen und ich will euch aufbauen und stärken. Was siehst du? Wir sehen Menschen und wir sehen Schutt und Asche manchmal. Wir sehen die Probleme, wir sehen die Schwierigkeiten. Wir haben keine Auswege mehr. Wir sagen, es ist alles trostlos. Und Gott sagt, nein, ich will trösten. Gott sagt, ich gebe dir meinen Geist und das ist ein Tröster. Gott sagt, ich gebe dir einen Frieden, der höher ist als die Umstände, alle Vernunft und ich werde dich durchtragen. Gott sagt, wenn du bittest, dann wird dir gegeben. Also betet, sucht mich als Vater. Kommt zusammen und feiert mich. Und dann merkst du, dass die Herrlichkeit Gottes da ist und dass da ganz viele Dinge anders werden. Wenn du in das kommende Jahr hineinschaust, was ist deine Blickrichtung? Ich möchte nochmal zu dem Satz zurückkommen, den ich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn sich deine Blickrichtung ändert, dann ändert sich dein Leben. Welche Brille hast du gerade auf? Ich habe euch vorhin gesagt, die Brillenträger sind heute besser dran, denn sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Welche Brille, welche Blickrichtung hast du? Glaubst du, dass Gott mit 2023 hervorragend zurechtkommt? Mit deinem Leben, mit dieser Welt, mit der Gemeindesituation? Glaubst du, dass er euch vorzüglich, nicht nur ein bisschen, sondern vorzüglich durch jede Situation hindurchtragen wird und trösten wird und die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben sein wird?
dann würdest du diese Brille schon mal weglegen. Ich glaube, du würdest eine realistische Sicht bekommen, nicht alles rosa-rot sehen, und du würdest eine Brille, eine Sicht bekommen, die dir Mut macht, die einen Blick dir gibt, der im Glauben vorwärts geht. Es gibt, und das ist ein Zitat, das ich euch zum Schluss noch mitgeben möchte, im 19. Jahrhundert gab es eine ganz große Erweckung auf den englischen Inseln in Wales, und es gab einen großen Mann, der hieß Duncan Campbell. Und der hat Folgendes gesagt: Das Reich Gottes wird nicht dadurch ausgeweitet, durch Menschen, die in Kirchengebäude reinkommen, viele Menschen, die in einen Gottesdienst gehen, sondern das Reich Gottes wird ausgeweitet von Gott, der in die vielen Menschen hineinkommt und ihnen eine neue Sicht gibt. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir auch. Ich habe auch meine Probleme in meinem Leben, aber ich möchte Gott zutrauen, dass er mir einen Blick gibt, der größer ist als die Probleme. Und dann habe ich nur noch ein Gebet: Herr, öffne du mir die Augen. Ich will Jesus sehen. Ich will nicht nur die Schutt und Asche sehen und ich will auch nicht einfach drüber gucken, sondern ich will realistisch sein. Ich will sagen: Herr, öffne du mir die Augen. Ich will dich sehen. Ich will dich in deiner Herrlichkeit sehen. Und ich will dich einladen, dass deine Herrlichkeit in mein Leben kommt und mich erfüllt und mich vorwärts bringt. Und dass ich deinen Sieg erlebe in meinem Leben. Willst du das auch? Das ist das Lied, was wir jetzt gleich miteinander singen werden. Aber bevor wir das singen, möchte ich mit uns beten, weil ich möchte für mich beten und ich möchte für dich beten, dass genau das passiert. Das, was damals bei dem Volk versprochen wurde, dass das in unser Leben hineinkommt. Soweit es möglich ist, wollen wir aufstehen und ich bete mit uns. Jesus Christus, du bist gekommen als der Retter dieser Welt, damit wir eine andere Blickrichtung bekommen, nämlich die Blickrichtung zum Retter der Welt. Und Jesus, ich bete für mich und ich bete für uns alle, dass wir nicht nur im Schauen leben, sondern im Glauben leben. Dass wir dich sehen, in deiner Macht und in deiner Herrlichkeit, in deinen Fähigkeiten, in deinem Trost, in deinem Mutmachen, in deinen Perspektiven, in deinen Möglichkeiten. Ich bitte das für mein Leben. Ich bitte das für uns alle. Ich bitte das für die Gemeinde in Heubach und ich bitte das für die Gemeinde hier in Kreinsheim. Du bist der, der Dinge, die unmöglich sind, möglich macht. Und das wollen wir erleben. Amen.